Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Lasst uns mal wieder ein paar der goldenen Sachen einlagern, die wir nicht brauchen. Wir wollen ja nicht ganz so weit fahren. Das Treibgut könnte nützlich sein. Es reicht, sonst wird Apollo noch neidisch auf unsere Stimme. Schädel runter oder rein! Argolis. Land der Wissenschaft und Sitz der legendären Stadt Argos. Ich hätte nie gedacht, dass ich es mit eigenen Augen sehen würde. Das Grab von König Agamemnon, das Heiligtum des Asklepios, die alten minoischen Ruinen. Hier wurde Geschichte geschrieben. Wieso hat er das nie gesagt, als wir da auch tatsächlich waren? Ich glaube tatsächlich, dass es vom Spiel doch eher so gewollt war, dass man die Story macht und dann die Fragezeichen abgeht und nicht andersrum. Aber damit muss man rechnen, wenn man eine offene Welt macht. Nägel einholen! Dass es Menschen gibt, die Skyrim gespielt haben und alles vor der Hauptstory erledigen. Kapitän hat Steuer verlassen! Kommen wir da hoch? Probier's lieber. Und einer von den Königen muss ja eigentlich ein Kultist sein. Ich tippe ja auf den Jüngeren, weil ich glaube, der alte D, der ist zu stolz für so etwas. Andererseits, wer weiß, was der Kult versprochen hat. Aber der Junge, der wirkt schon irgendwie so ein bisschen komisch, sehr hinterhältig und viel zu freundlich, aber auf so eine seltsame Art und Weise. Nicht wirklich freundlich. Talos! Pferdchen, du darfst hier erstmal warten. Zu Fuß bin ich schneller. Wie eigentlich rein, wenn da persische Trophäen steht? Ich sehe jetzt Schriftrollen, ja, aber Trophäen? Eher nicht. Ein blutiges Festmahl, das klingt doch nicht sehr gut. Mutter! Hau mal raus, was ist los? Ich muss zu den Königen. Bist du bereit, unser Land zurückzufordern? Natürlich.
Doch eigentlich bin ich hier, um den Kultistenkönig zu stürzen. Du machst deine Mutter stolz, Alexios. Aber hast du auch genug Beweise, um ihn anzuklagen? Sicher. Ich hole die Ephoren und treffe dich im Thronsaal. Wer sind die Ephoren? Du erinnerst dich nicht? Nun, du warst damals noch ein Kind. Die 5 Ephoren werden von den Bürgern Spartas gewählt. Sie stehen sogar über den Königen. Du musst sie überzeugen, wenn du Sparta vor dem Einfluss des Kults schützen willst. Haben wir wirklich genug Beweise? Wer sind die Ephoren? Die 5 Ephoren werden... Wir sehen uns im Thronsaal. Ich meine, klar, wenn die Beweise jetzt von anderen Kultisten kommen, sicher. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich nach Beweisen gesucht haben. Worauf warten wir? Verzeiht, dass ihr warten musstet. Du hast die Ephoren gerufen? Hast du derart Erfolge vorzuweisen, um so viele Zuschauer anzuziehen? Ich habe einen Siegerkranz für Sparta. Auch wenn ich selbst teilnehmen und ihn gewinnen musste. Sehr gut. Doch was ist mit unserem Pankration-Meister Testikles? Es gab einen Unfall auf See, bevor er teilnehmen konnte. Die Spiele sind nicht so wichtig. Was ist mit Böotien? Stento und ich haben die Truppen der Athener besiegt. Es besteht kein Grund zur Besorgnis. Wenn du nichts als gute Nachrichten bringst, wozu brauchst du dann die Ephoren? Es war von schweren Anschuldigungen die Rede. Schwere Anschuldigungen? Gegen wen? Ihr tut, als wüsstet ihr von nichts. Gegen euch, Pausanias. Sparta muss Pausanias loswerden, bevor es zu spät ist. Er ist ein Mitglied des Kults des Kosmos und ein Verräter an Sparta. Ein Kosmos-Kult? Was faselst du für einen Unfug? Soll das etwa ein Witz sein? Ich habe die Beweise. Hier. Der Beweis ist hier. Er ist zweifellos schuldig. Das beweist nichts. Die Ephoren sollten nur aus triftigem Grund gerufen werden. Dieser Mangel an Beweisen vergeudet nur unsere Zeit und ist respektlos gegenüber Spartas Thron. An dem Ankläger sollte zur Warnung anderer ein Exempel statuiert werden. Ich habe ihn erzogen. Bestraft mich, seine Mutter, nicht ihn. Was? Wir gaben dir jede Chance, sich zu beweisen. Gewährten dir eine königliche Audienz. Und so dankst du es uns also? Was sagt ihr, Archidamos? Alexios und Myrine der Akiat. Eure Namen sind verflucht. Möge die Kryptier euch jagen und die Heloten das Fleisch von euren Knochen kratzen. Einverstanden. Ein sehr weiser Spruch. Was? Schade, dass sich diesmal weder Maske noch Umhang retten können. Ihr wart dort? In Delphi? Ist das gewollt? Alter, das Spiel verwirrt mich. Konnten wir vielleicht gar nicht genug Beweise zusammenkratzen und das gehört zur Story? Möglich wäre es ja. Was war das denn gerade? Martha, Pausanias hat sich verraten, bevor ich dort rausgezerrt wurde. Also ist er der Kultistenkönig. Du solltest dich so schnell wie möglich um ihn kümmern. Werde ich. Wenn du ihn erledigt hast, triff mich zu Hause. Mit Vergnügen. Ja, ich glaube, das... Ares hat mich erwählt, um Sparta zu Ruhm zu führen. Es kann nur einen geben. Ich glaube, das ist gewollt gewesen. Alles klar. Der Kultistenkönig von Sparta hatte sich in den höchsten Amt der Pelopidae vorgearbeitet und von dieser Position aus stürzte der Kult die Lande in den Krieg. Seit der persischen Invasion hat es kein größeres Leid gegeben und doch liebten ihn die Leute dafür. Das war seine wahre Macht. Dank der Unterstützung des Kults konnte er Truppen wieder... Wieder ist falsch geschrieben. Die Mauern wieder? Egal. Wer bist du denn? König Pausanias gehört dem Kult des Kosmos an.
Ich muss ihn selber richten. Oh. Ach du Scheiße. Ah, sollte aber easy sein. Wir gehen hin, töten ihn, gehen wieder. Fetch. Da ist Pausanias. Malaka. Weiß nicht, wie reagieren Wachen auf mich? Hey. Ich glaube ja nicht, dass er hier einfach so rumläuft. Das ist bestimmt ein Doppelgänger. Alexios, du wurdest zum Geächteten erklärt. Ich hätte gründlicher sein sollen, bevor ich Pausanias anklagte. Er ist ein Verräter an Sparta und seinen Ländereien. Und diesmal bist du dir sicher? Wo ist er, damit er sich verteidigen kann? Ich sah ihn sterben. Du hast ihn ermordet? Ja. Ich fand Beweise, dass er ein Mitglied des Kults des Kosmos war. Unbestreitbare Beweise. Dieser Brief wurde von Pausanias persönlich geschrieben und unterzeichnet. Er beschreibt den Fortschritt ihrer Pläne in Sparta. Was ist dieser Kult des Kosmos? Du hast ihn wieder und wieder erwähnt, als müsste ich ihn kennen. Eine geheime Gruppe mit einem Ziel. Die Macht zu ergreifen. Sie nutzen diesen Krieg zur Stärkung ihrer Position. Es fällt mir schwer zu glauben, dass Pausanias Sparta die ganze Zeit nur benutzt hat. Wir haben so lange gemeinsam regiert. Ich spreche mit den Ephoren, um deine Aussage zu bestätigen. Doch wenn sie stimmt, hast du es verdient, dich wieder Bürger Spartas zu nennen. Und natürlich das Haus deiner Familie zurückzubekommen. Hab Dank. Eine Sache noch. Ja? Solltest du Sparta selbst regieren wollen, dann fordere mich wenigstens zu einem Zweikampf. Ich bin kein Herrscher, mein König. Ach, weißt du. Könnte ich mir schon in gewisser Weise vorstellen. Die Schlinge um den Kult zieht sich immer weiter zu. Aber ich hatte recht, der eine hatte so ein bisschen, ja, ein bisschen seltsam. Er ist fort. Was denn? Hier lag ein kleiner Kaninchenschädel von deiner ersten Jagd. Warum sollte denn jemand nehmen? Es gibt nur eine Person, die ihn genommen haben könnte. Nikolaus. Vielleicht hat ihn unser Wiedersehen an diesen Ort erinnert. Zumindest ist es mir so ergangen. Anscheinend war ich nicht die Einzige mit Heimweh. Ich hoffe, ich störe nicht. Brasidas, komm rein. Schön, euch beide wieder zu Hause zu sehen. Es fühlt sich gut an, hier zu sein. Du bist hier und nicht beim Drill? Was ist los? Ich breche so schnell es geht nach Pylos auf. Ich glaube, du solltest auch mitkommen. Ich habe ja etwas gut zu machen. Was erwartet uns in Pylos? Ehre. Die Athener treiben in diesem Moment die Spartiaten zurück. Das wäre ein schwerer Verlust für Sparta. Ich kann nicht zulassen, dass es dazu kommt.
Das klingt, als hättest du den Glauben an Spartas Krieger verloren. Sie sind so stark wie immer. Doch jetzt haben sie es mit einer Macht zu tun, die ihre Vorstellungen übersteigt. Du sprichst von Deimos? Ja, den Gerüchten zufolge. Eine Naturgewalt im Körper einer Sterblichen, die jeden Soldaten in ihrem Weg niederstrecken kann. Wenn Deimos in Pylos ist, müssen wir sie aufhalten. Ich warte am Schiff, aber beeil dich. Jeder Moment, der verstreicht, bedeutet den Tod eines Spartiaten. Kassandra ist in Pylos. Du musst sie zurückbringen, Alexios. Zurückbringen? Wir haben unser Haus zurück. Wir können eine Familie sein. Es ist nicht zu spät. Ich tue, was ich kann, Martha. Aber ich kann nichts versprechen. Bitte, sag das noch nicht. Der Kult des Kosmos hat sie zu lange bearbeitet. Man kann nicht mit ihr reden. Sollten wir nicht alles versuchen, was wir können? Und was, wenn ich sie nicht retten kann? Dann haben wir es versucht. Wir hielten sie so lange für tot. Ich werde nicht vorschnell aufgeben. Ich tue, was ich kann. Doch ich sollte jetzt aufbrechen. Gib Acht, Alexios. Wo soll ich eigentlich hin? Ah, ich soll selbst hinreisen. Ich dachte, ich reise mit Brasidas. Wo ist Pylos? Da unten. Ja gut, das kriegen wir aber gut mit unserem Schiff hin, ne? Können wir einfach so runterschippern. Oh, nice. Ist ja gerade ein Hirsch. Oh. Huch. Was ist denn hier los? Hier in der Stadt. Eine Mauer wäre, glaube ich, nicht verkehrt, oder? Wow. In Realität bin ich extrem tierlieb. Ich liebe Tiere. Im Spielen kann man das sehr weit auslegen. Den Tier geht's ja gut. Die sind ja nicht echt. Oh cool, die Markierung bleibt. Ich sollte vielleicht erstmal so ein bisschen in die Richtung hier. Obwohl, nein, der Strand muss einfach nur rechts bleiben. Unter das Segel! So. Sehr, sehr gut. Aber wir können auch an dieser Stelle tatsächlich mal so langsam ein Folgenpäuschen einlegen. So kann ich einfach mal rüberschippern. Die haben die lange Fahrt nicht. Okay.
egal. Da, hä, wow. Naja, wie gesagt, ich würde einfach mal eben drüber schippern. Wenn was Interessantes passiert, klar, werde ich sofort die Aufnahme wieder starten. Ansonsten sehen wir uns dort hinten. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.